Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Part The Legend of Zelda The Minish Cap hier im Tempel des Tropfens oder so. Ich glaube schon, dass er so hieß. Ach komm schon, jetzt lasst mich doch da durch, Mann. So, ich habe nämlich im letzten Part den kleinen Schlüssel ja erhalten, in der Vase sozusagen, in Anführungszeichen. Und jetzt können wir auch weitergehen dadurch. Okay, ich sehe schon, worauf die hinaus wollen. Wir müssen hier wahrscheinlich jetzt mit dem Lorblatt, oder ich sag mal Lorblatt. Lorblatt ist ja ein Pokémon. Mit der Seerose. Lorblatt, wie komme ich auf Lorblatt? Was heißt immer? Ich sag's natürlich nicht immer, aber ich meine natürlich, wie gesagt, Seerose. Können wir jetzt hier auch gleich weiterkommen, denn da drüben, oder jetzt gleich unten, wenn wir uns nach unten fallen lassen, zu diesem Wasser, also wenn wir den Wasserfall runter fallen oder runter schwimmen oder was weiß ich was, da drüben war ja, also kurz danach kam dann ja ein Weg, den wir nicht passieren konnten, denn der war ja auf erhöhtem Land. So, jetzt müssen wir hier noch irgendwie es schaffen, durchzukommen. Ja, komm, das schaffen wir ja kein Problem hier, ne, für den King hier, ne, naja. So, auf die Seerose bitte, ne, nicht Lorblatt, sondern Seerose, wenn schon, denn schon. So, jetzt ist die Frage, wie sollen wir das denn jetzt schaffen, hier durchzukommen? Ich glaube, wir müssen kurz hier untertauchen. Da habe ich gerade so das Gefühl, tauch unter, so und jetzt wieder hoch und sehr schön. Ich glaube, das war sehr schön in dem Namen, ich. Aber jetzt habe ich einen Fehler gemacht, denn ich bin in der Combo, also aus Versehen. Ich, sobald er mal öfter das gemacht hat, kann man nicht sofort abbrechen, leider. Finde ich ein bisschen doof, aber naja. Oder ich habe es einfach falsch gemacht. Aber gut, man kann ja nicht alles haben. Ist ja nicht so schlimm, ein Herz verloren oder so. Ist jetzt auch nicht so die Dramatik hier hinter, ne? So, jetzt können wir auch hier zu diesem Schalter und da weitergehen dementsprechend, ne? Und ja, das ist sehr schön. Ja, das gefällt uns. Und ach komm, das meine ich. Ich kann nicht so gut abbrechen. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder ob es an der Steuerung liegt. Ich habe keine Ahnung. Ich möchte es jetzt einfach mal auf mich schieben. Ich möchte ja nicht immer an die Steuerung das, also ja, zur Steuerung die Schuld geben. Warte, der Steuerung die Schuld geben, so rum. Naja, gut. So, jetzt ist hier Eis. Jetzt ist die Frage, wohin gehen wir als erstes? Ich denke mal, erstmal werden wir den Schalter hier aufmachen. Das meine ich. Es ist ziemlich labyrinthartig hier. Ich habe ja schon im letzten Part gesagt, dass ich in dem Dungeon sehr viele Probleme hatte beim ersten Durchspielen. Ich glaube, beim zweiten Durchspielen werden es jetzt nicht mehr so große Probleme sein. Aber dennoch werden sie, glaube ich, groß genug sein. Und ich sehe schon das erste Problem. Wieder so ein Eisrätsel, womit ich mich gar nicht anfreunden kann, leider. Und ich sehe schon, oh nee, ne? Ich sehe ja schon, was das bringt. Yay. So, komm, töten wir nochmal diese Schnecke hier. Ach, komm schon, lass mich da. Ach, ich komme ja auch gar nicht mehr hoch, ne? Ja, das ist natürlich sehr schön. Ja, das gefällt mir. Ja, toll, toll, sehr schön. Muss ich hier nochmal rumschwimmen? Dankeschön. Ah, komm schon, dieses ganze Eis und dann auch diese bösen Gegner. Ich mag die gar nicht. Ach, komm, jetzt lass mich doch dir. Ich muss sie töten, weil die werden mich sonst die ganze Zeit stören. Großer grüner Rubin, 50 grüne Rubine. Sehr schön, sehr viel Geld. So, jetzt ist die Frage, was passiert, wenn wir auf den Schalter hier gehen? Mal kurz zum Nachschauen. Okay, der geht immer wieder zurück. Ach, jetzt ist das dieses Rätsel, was ich meinte. Also, was wir gerade eben schon gesehen haben, dass das ein Rätsel wird. Aber jetzt ist die Frage, wie machen wir das denn? Ich habe eine Idee. Ich habe eine ganz bescheidene Idee. Ich glaube, diese Idee wird sich... Ja, doch, die wird so richtig sein, wenn ich die so machen kann, wie ich möchte. Ja, doch, ich glaube, das müsste so richtig sein, oder? So, und jetzt den hier dahin schieben. Und dann, ich glaube, das ist jetzt schon falsch gemacht. Das ist jetzt schon falsch, wie es aussieht, oder? Sehe ich das falsch? Kann man das noch irgendwie retten? Ich glaube nicht. Ach komm, lass mich doch hier wieder rauf, Mann. Das stört gerade ein bisschen. Ja, lass mich doch da bitte rauf. Dankeschön. So, können wir das irgendwie retten? Nee, ne? Eigentlich nicht. Wobei, nee, ich glaube nicht. Ich weiß nicht, wie wir diesen Eisblock da hinbekommen sollten. Naja, gut. Dann haben wir das nicht geschafft. Dann müssen wir nochmal raus und reingehen. Also in diese Ebene verlassen. Dann muss ich einmal ganz kurz, komm schon, kurz mit dem Lorblatt, sage ich immer, Seerosenblatt meine ich natürlich, kurz mal hier diese Passage verlassen und dann wiederkommen. Aber ich hasse diese Stelle. Daran kann ich mich sehr gut ändern. Da hatte ich ziemlich viele Probleme, dieses Rätsel zu lösen, weil ich diese Eisrätsel auch in Pokémon noch nie so gut konnte. Also, naja, gut. Mal schauen, ob es jetzt klappt. Vielleicht habe ich ja jetzt eine bessere Idee als die von vorhin. So, jetzt erstmal vielleicht erstmal einen Überblick verschaffen. Das ist, denke ich mal, wichtiger. So, wartet mal ganz kurz. Also, wir könnten natürlich den jetzt erstmal nach links schieben. Dann könnten wir... Wartet. Habe ich die Idee? Erstmal möchte ich diesen Gegner hier töten, weil der stört mich ein bisschen. Komm schon, stirb einfach mal. Stirbst du bitte? Dankeschön. Habe ich eine Feder dabei? Ja, habe ich. Was ist, wenn wir den nach links schieben, dann den nach links, dann... Ja, das ist so total Let's Play untauglich eigentlich. Aber was will man machen? So, und dann... Ich habe eine Idee. Jetzt habe ich, glaube ich, die Idee. Jetzt, glaube ich, wird das funktionieren. Doch,
Doch, so, dann müssen wir erstmal den hier nach da schieben. Den hier jetzt wiederum nach da. Ne? Dann hier den auch dahin. So. Und jetzt müssen wir... Wartet, ich hab's. Ja, ich muss kurz... ich bin immer kurz ruhig dabei. Aber ich glaube, jetzt habe ich's... Doch, jetzt habe ich's geschafft. Ja, geht doch. So, und jetzt können wir diesen Eisblock hier auf den Schalter rauf tun. Und das war's dann auch mit dem Rätsel. Das heißt, dieser Eisblock ist eigentlich total unnötig hier. Ja, danke. Dankeschön, dass ihr mich so gerne trollt hier. Naja, gut. Rubin haben wir uns schon rausgeholt. Schauen wir erstmal, ob es hier noch irgendwie was gibt, wenn wir nochmal durchgehen. Wartet mal. Ah, hier gehen, können wir einmal nach links, nach rechts, also nach unten. Boah, hier sind so viele Wege. Hilfe. Zu viele Wege. Und ernsthaft, wir müssen das immer wiederholen? Was? Da habt ihr mich ernsthaft... Ach, kommt schon. Ich dachte, ihr seid sozial, was das angeht. Aber, naja, falsch gedacht, ne? Wie immer falsch gedacht. Aber was bringt mir das überhaupt, wenn ich das öffne? Gar nichts. Das bringt mir eigentlich gerade gar nichts. Ja, danke schön. Das habe ich alles umsonst gemacht. Wow, grandios. Ich habe jetzt 2, 3, 4 Minuten umsonst hier verschwendet. Ja, danke, danke. Ihr seid toll. Weil jetzt wahrscheinlich bringt es mir nur noch zu diesem Zeitpunkt noch nichts, aber später schon. Naja, gut. So, jetzt komm, lass mich hier da nach links, nach rechts gehen. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay, hier bringt es uns auch nichts. Yay. Gut, dann müssen wir jetzt hier den unteren Weg gehen. Hätte ich von Anfang an vielleicht gehen sollen. Ich dachte vielleicht, ja, wer weiß, ist das der richtige Weg. Aber anscheinend ist er es doch nicht. So, dann gehen wir hier nach rechts und schauen, was es da gibt. Okay, hier können wir mal weitergehen. Und es gibt diesen Bossfight, den wir ja schon mal im ersten Dungeon hatten, diesen Mini-Bossfight. So, komm schon, lass mich mal hier durchgehen. Okay, das war ein Fehler leider. Jetzt ist der böse, dieser Typ hier. Wartet mal. Ach, Hilfe. Das, auf Eis ist dieser Boss echt fies. Deswegen werde ich jetzt erstmal diese Spinnweben hier wegsaugen. Ich denke mal, das ist gar nicht mal so schlecht, wenn ich das mache, weil sonst wird das ziemlich schwer hier. Will ich einfach mal behaupten. So, jetzt ist die Sache. Wohin kommt der? Wohin kommt der? Okay, kommt nicht zu uns. So, vielleicht das hier nochmal wegmachen. Komm schon. Ja, komm, das schaffen wir jetzt auch noch. Den auch nochmal wegmachen. Den auch nochmal. Den ganz rechts. Okay, jetzt wird er uns angreifen. Ah, Hilfe. Er greift uns an. Er hat uns in der Combo. Ah, Hilfe, das ist schlimm, wenn er uns immer eine Combo hat. Aber ich möchte den Bosskampf noch nicht bestimmen. Also, was heißt Bosskampf? Das ist ja kein richtiger Bosskampf, auch kein Miniboss. Hier, also zumindest wird der nicht als Miniboss deklariert. Komm schon, jetzt aber schaffe ich das. Jetzt sind die meisten Spinnenweben weg. Das heißt, jetzt sollte kein großes Problem mehr herrschen. Hier, also dass ich die ganze Zeit hin und her gebounced werde. So, ah, Hilfe, auf Eis ist das wirklich total schwierig. Also, das ist echt nicht leicht. So, jetzt nochmal die Nase bitte treffen, Tom. Treffen wir bitte in die Nase. Nein, ich möchte nicht in die reinlaufen. So, Nase getroffen. Jetzt das Herz. Komm schon. Das Herz ist... Ja, okay, er ist schon tot. Okay, das ging auch schnell. Ich dachte, der braucht mehr Schläge. Also, wahrscheinlich dreimal. Aber naja, gut. Also, drei Herzen sozusagen wegschlagen. So, was ist jetzt hier? Der Kompass erhalten. Du siehst interessante Dinge. Drücke Start und betrachte die Karte. So. Was bringt uns das jetzt? Weil wir haben eigentlich jetzt keinen richtigen Fortschritt bisher gemacht. Außer den Kompass erhalten. Wohin können wir denn jetzt gehen? Rein theoretisch. Okay. Ich glaube, ich habe eine Idee. Dafür muss ich erstmal jetzt hier nach links gehen. Und dann schaue ich erstmal jetzt sozusagen hier rein. Und dann... Okay, wartet mal ganz kurz. Erstmal hier noch mal nach links. Noch ein bisschen nach links. Dann noch... nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. So. Und... müssen wir irgendwie durch den Durchgang da drüben hin, glaube ich. Also wir müssen zu dem Durchgang da drüben. Ach, ihr werdet es gleich sehen, was ich meine. Wobei, da können wir... Doch, wir können da hin. Okay, gut. Wobei, können wir auch doch nicht. Wir brauchen das... Ah, jetzt weiß ich, wofür wir das gebraucht haben. Okay, okay, okay. Jetzt macht das alles Sinn, was ich da gerade eben schon gemacht habe. Naja, gut. Immerhin habe ich jetzt den Kompass. So besser kann ich jetzt auch noch die Truhen sehen. Aber dennoch war unnötig, dass ich da jetzt... Da hätte ich drauf kommen können, dass man da noch etwas hätte machen müssen. Aber ich dachte, das geht erst später. Naja, gut. Jetzt werde ich erstmal das Ding hier so platzieren, dass ich am besten, wartet mal, so dahin kommen kann. Und jetzt mache ich nochmal das Rätsel von vorne. Wie war das denn nochmal? Erstmal den hier nach unten, bitte. Ja, den nach unten. Dann den nach links hier. Dann auch den genauso nach links, glaube ich. Ja, doch, das war so. Und dann hier die nach oben. Ah, Hilfe. Glitschig. Oder rutschig, meine ich. So, komm schon jetzt die nach oben und die noch nach links. Und dann haben wir es wieder. Kein Problem hier, ne? Und jetzt. Ah, so, geschafft. Okay, jetzt können wir hier auch durchgehen. Endlich mal so. Bisschen hier, ne? Magischen Krug. Action. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Brauchen wir auch mal wieder, ne?
Und ich merke so langsam, dass ich vielleicht eigentlich was trinken sollte. Also, dass mein Hals ein bisschen, naja, rau ist nicht, trocken ist, genau. Trocken ist. Und das hört ihr vielleicht manchmal auch ein bisschen. Also, wenn ihr es hört, dann, ne, ihr wisst jetzt Bescheid. Aber okay. So, jetzt hier darauf, auf das Seerosenblatt. Und dann hier durch irgendwie. Und dann haben wir es auch gleich. Ne? Ja, komm, komm, komm. Bisschen noch. Ja, gut so. Link, du bist ja, ja klasse, ne? Klasse ist das, klasse. So, und jetzt können wir hier in einen dunklen Abschnitt gehen, okay. Link, wo bist du da? Bist du, hä? Ich kann gerade nicht lesen, sorry. Bei dieser Finsternis sieht man die Hand vor Augen nicht mehr. Sei vorsichtig. Okay. Okay, hier sind Vasen. Mehr aber auch nicht. Was ist hier? Hier geht's in den Abgrund. Okay, ich wollte nur schauen, ob es hier da vielleicht einen Weg gibt. Naja. Okay, ist schon wieder hell. Naja, gut. Das war ja ein kurzer Abschnitt. Aber okay, ich möchte mich hier nicht beklagen an dieser Stelle. Und hier können wir anscheinend noch nicht hin. Und Rubin, auf den verzichte ich einfach mal. Und wahrscheinlich gibt es jetzt hier einen Gegner. Dafür werde ich einfach mal mein Schild rausnehmen. Weil gegen die hatten wir schon erfahren, dass der Schild eigentlich ganz praktisch ist. Oder wir können sie von hinten angreifen. Das wäre natürlich auch praktisch. So, komm. Ach nee, so war es nicht gut. So, komm. Immer von der Seite angreifen. Oder halt, wenn der Bumerang weg ist. Ja, so ist gut, so ist gut. Oh Mann, echt gegen drei gleichzeitig ist ein bisschen schwieriger. Aber einen habe ich ja schon erledigt, glücklicherweise. So, komm. Einmal noch, komm. Ich glaube, den müssen wir noch einmal treffen. Oder zwei oder dreimal oder viermal oder so. Naja, jetzt ist er immerhin tot. Und jetzt können wir... Ah, oh, Hilfe, wir haben echt nicht mehr viele Herzen, merke ich gerade. Wir brauchen ein paar neue Herzen. So, immerhin bringt uns das hier zum Anfang. Ich werde mal schauen, ob wir da vielleicht noch ein paar Herzen farmen können dadurch. Wobei, doch, könnten wir nicht mal ganz kurz machen. Denn hier müssten wieder Herzen in den Krügen sein, oder? Ist das nicht so? Ja, hier sind Herzen drin. Perfekt. Okay, hier sind nur böse Krüge. Aber hier müssten noch ein paar richtige Herzen sein. So, und noch die bösen Krüge töten. Und noch einmal rein und rausgehen, um nochmal volle Herzen zu haben. Denn wir wollen ja hier nicht unsere Fee schon so früh nutzen müssen, ne? So, hier sind nochmal zwei Herzen drin. Und da drüben auch nochmal zwei. Dann sind wir nicht ganz voll, aber so gut wie. Ja, halbes Herz. Ist jetzt kein Problem, denke ich mal. Naja, gut. Gehen wir einfach mal wieder in den Teleport. Also, durch den Teleporter an die vorherige Stelle. Und dann können wir auch weitergehen. Ganz normal, locker flockig. Aber zurzeit läuft das echt noch recht gut. Ich hoffe, wir haben schon diese Stelle überwunden, mit der ich damals Probleme hatte. Aber ich bin mir da unsicher. Naja, gut. So, was ist, wenn wir... Ach, okay, jetzt habe ich schon die Rätsellösung. Die Lösung des Rätsels, so. Der Lösung, Alter. Die Lösung, der, die das Lösung. Natürlich die Lösung. So, jetzt hier den Schalter und zack. Dann haben wir es auch. Schon mal so ein bisschen. Immer in die eine Seite vielleicht. Ja. Okay, ein bisschen Sonne kommt dadurch da rein. Und auch ein bisschen Eis friert da weg. Also dieses eine Eis da. Das ist natürlich schön. Damit können wir da weitergehen. Also hat uns das immerhin was gebracht. Oh, Tageslicht. Wenn wir die andere Seite auch öffnen, können wir das Eis, das das Element umschließt, wegschmelzen. Dann müssen wir uns natürlich beeilen, meine lieben Freunde, ne? Okay, wir wären so oder so hierher gekommen. Dann hätte ich auch auf den Teleporter verzichten können. Aber ist ja auch jetzt kein Problem eigentlich, ne? Gut, egal. So, hier nochmal Rubine drin. Und was erwartet uns jetzt hier? Ist die große Frage, die uns alle brennend interessiert, ne? Genau. Die interessiert uns brennend. Glücksfragmente erhalten, die Fragmente sollen Glück bringen. Ja, das kennen wir ja schon so langsam. Und natürlich kommt wieder so eine Passage. Ach, komm schon, so, komm langsam und vorsichtig und dann schaffen wir das auch. Langsam und vorsichtig, sagte ich. Langsam und vorsichtig, so, langsam, langsam, langsam. Oh nein, nicht sowas, oder? Ach komm schon, was machen die denn da drüben? Glücksfragmente halten, diese Fragmente sollen Glück bringen. Ach, die sind doch verrückt. Was machen die da drüben? Die sind schon ein bisschen verrückt, oder? Die wollen, dass ich sterbe, habe ich das Gefühl. Die wollen, dass ich sterbe. So, jetzt müssen wir hier den richtigen Moment abpassen und dann aufpassen, dass wir hier nicht in Abgrund rutschen. So, jetzt langsam hier rein und geschafft. Jetzt ist die Frage, links oder rechts? Ich entscheide mich hier einfach mal für links, weil der Weg gerade offen war. Und rechts wäre auch eine Sackgasse gewesen, also gut. Ich schaue mal, ob da vielleicht was drin gewesen wäre. Vielleicht mit dem Bumerang geht das? Oder nee, mit dem Wirbelstab. Vielleicht ist da irgendwas Besonderes drin gewesen. Ah, okay, mein Glücksfragment. Warte mal. Das kann ich mir vielleicht mit dem Bumerang schnappen. Vielleicht? Ja, sehr gut. Guck mal hier, diesen Skill, den ich hier beweise, ne? Krank. Kranke Sache. So, dann können wir auch weitergehen. Okay. Hier brauchen wir einen kleinen Schlüssel. Haben wir ja leider nicht. Aber hier, was ist hier? Hier ist nochmal die Sonne. Und hier sieht es wieder nach einem Rätsel aus. Okay. Okay, wir werden uns gleich mal auf dieses Rätsel einlassen. Aber erstmal gehen wir ganz kurz in die unterste Etage. So. Okay, wir hätten so oder so dadurch gekonnt. Naja, gut. Jetzt können wir wahrscheinlich hier damit die Sonne öffnen. Habe ich das. Also die Sonne öffnen vor allem. Also dieses Teil öffnen, um Sonne zu machen? Nee, anscheinend nicht.
Müssen wir noch irgendwas dafür machen? Ich guck mal da oben. Ah, okay, wir können jetzt hier durch. Jetzt verstehe ich es. Ja, ja, jetzt habe ich es verstanden. So, und jetzt geht das wahrscheinlich wieder auf. Und dann können wir ganz nach unten gehen und dann... Ah, okay. Kein Problem hier. Ich habe es verstanden, was die da versuchen wollen oder gerade machen mit uns, ne? Das ist ja hier kein riesiges Problem. So, jetzt hier nochmal den Schalter betätigen. Ah, irgendwie noch. Ach, dieses, immer dieses Gebebe, wenn ich dagegen komme. Auf Eis. Das ist wahrscheinlich ein Bug, aber naja. Und damit müsste die Truhe auch frei sein und das müsste uns einen kleinen Schlüssel bringen, ne? Habe ich recht? Ach komm, lass mich doch dahin. Ah, dieses ganze Eis hier, das ist so total nervig. Ich komme hier einfach nicht an die Truhe ran. So, öffnen. Ach komm schon. So, lass mich das doch mal öffnen, bitte. Danke. Kleinen Schlüssel erhalten, eröffnet verschlossene Türen und Barrikaden in diesem Dungeon. Gut, sehr, sehr schön. Dann können wir wieder hier hochgehen und dann die Tür da unten öffnen, die wir ja gerade eben schon gesehen hatten. Denn hier war ja eine verschlossene Tür, wofür wir einen kleinen Schlüssel brauchten. Genau hier war das. Und dann können wir hier durchgehen. Und jetzt ist die Frage, was bringt uns das? Ist das ein... Was ist das hier? Ich glaube, hier kommen gleich ein ganz böser Gegner. Was wir eigentlich gar nicht wollen. Aber okay, nee, nur eine Sonne. Okay, auch kein Problem mit. Wobei... Hilfe! Gegner, 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 Gegner. Und dann ist das dieser große, glibberige Schleim, den wir im ersten Dungeon hatten als Bossgegner. Ist das so? Ich glaube schon. Das sieht ziemlich danach aus. Nach dieser Animation, die kennen wir ja schon mal. Ja, das ist der Schleim oder auch nicht. Das ist eine fiesere Version, sehe ich gerade. Der hat Elektro-Gedöns um sich herum. Das gefällt mir jetzt persönlich nicht so ganz. Das wird viel Schaden machen, ich sehe schon. Wenn er uns trifft, dann wird das viel Schaden machen. Und wir können erst so das wegsaugen, sobald der Strom da weg ist. Aber wir müssen natürlich aufpassen, dass er uns trotzdem nicht trifft, weil er trotzdem hier rumspringt. Und natürlich kommt jetzt wieder der Strom, also die Elektrizität oder die Energie, die um ihn herum ist. Das heißt, wir müssen ein bisschen warten. Wobei, vielleicht müssen wir auch ein bisschen saugen und dann kommt das dadurch weg. Okay, man kann trotzdem ein bisschen saugen. Okay, interessant. Das ist natürlich gut. Jetzt ist die Frage, jetzt komm, hier runter, 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 runter. Aber ich finde natürlich cool, dass sie auch hier den ersten Boss-Dungeon, den ersten Boss des ersten Dungeons mit einbauen. Ein bisschen modifiziert, das macht nochmal ein schönes Gefühl, finde ich. Also das ist ein schönes Gefühl, aber ich finde das eine gute Idee, auch mal das zu machen. Auch mal den dann halt nicht nur komplett genauso zu übernehmen, aber dann halt trotzdem jemanden, den man schon kennt, zu nehmen. Und das war doof. Finde ich auf jeden Fall eine gute Idee. Das gefällt mir definitiv, liebe Entwickler, habt ihr gut gemacht. Ich weiß natürlich, dass es, ich kann mich da noch daran erinnern, dass es den gab, aber ich möchte das trotzdem nochmal hier herausstechen. Komm schon, können wir ihn jetzt mit dem Two-Hit... Nein, nicht. Also, er hat 3 Leben wahrscheinlich wie sein Vorgänger, aber der wird auch nicht mehr lange stehen, genauso wie sein Vorgänger. So, komm, kannst noch ein bisschen herumspringen, wenn du Spaß dran hast, ich habe kein Problem damit. Und ja, komm, spring auf mich drauf, hast aber nicht geschafft, weil du Noob bist, ne? Ja, jetzt kannst du mich zwar ein bisschen treffen, aber ist nicht so schlimm. Komm, fall runter, fall runter, fall runter, fall runter. Komm her, ja, ich habe kein Problem. Ja, mach, komm. Ja, sehr schön. So, und jetzt können wir ihn töten, hoffentlich. War's das? Ja, das war's. Damit ist er down und vielleicht bekommen wir ein Dungeon-Item. Und wir bekommen das Dungeon-Item anscheinend. Ja, wir bekommen es endlich. Da ist es. Dum, dum, dum. Die Lampe erhalten. Sehr praktisch. Einfach mit dem Knopf an- und ausschalten. Oh, darauf habe ich mich schon gefreut, weil damit können wir sehr viele Dinge machen. Nicht nur in diesem Dungeon, sondern auch außerhalb gibt es ein paar Dinge, die wir noch machen können dadurch. So, hier mit der Lampe können wir jetzt das ganze Eis frieren. Das ist natürlich sehr schön. So, jetzt ist die Frage, gehen wir erstmal zurück, weil vielleicht gab es da noch irgendwas mit dem Eis. Habe ich das so richtig in Erinnerung? Wobei, nee, das machen wir jetzt nicht. Nee, wir möchten hier nichts riskieren. Deswegen gehen wir jetzt hier einfach mal den Weg runter und schauen, was es da gibt. Genau, hier ist eine Truhe. Machen wir die einfach mal so, ne? Wieder frei vom Eis. Wir befreien sie einfach. So, komm, aufmachen. Großer blauer Rubin, gleich 100 grüne Rubine. Und hier auch nochmal die bösen Gegner töten, ne? Diese Gegnats. Und ja, das ist gut, dass die Lampe nicht irgendwie auf Zeit geht. Und, oh nein, böse Gegner. Hilfe. Warte mal, ich werde nicht die bösen Gegner töten, sondern einfach das Feuer hier anmachen. Okay, das muss nämlich schneller gehen. Okay, ich muss die Gegner töten. Anders schaffe ich das hier, glaube ich, nicht. Komm schon, wir schaffen das. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Jetzt kann ich aber nichts mehr sehen. Das heißt, ich muss einmal ganz kurz noch die Lampe anmachen. So, damit ich sie überhaupt sehen kann. So, komm schon, wir schaffen das. Jetzt haben wir auch noch den letzten vor uns. Ja, das schaffen wir auch noch. Komm, töten wir ihn einfach. Ja, jetzt haben wir eine gute Chance. Komm schon. Tot dem komischen Viech, der sein Ding, der hier seinen Bumerang in unseren Rücken reinrammt. Naja, gut. So, jetzt werden wir einfach nochmal das Feuer hier anmachen. Und dann, was passiert dadurch? Gar nichts.
war es einfach nur da, um uns Licht zu machen und einfach, vielleicht wenn wir alles gleichzeitig angemacht hätten, wären dann die Gegner weg gewesen. Ich habe ja keine Ahnung, aber ich dachte, es bringt uns vielleicht ein bisschen mehr. Naja, gut. Ist ja auch nicht so schlimm. So, töten wir noch den Käfer, kein Problem hier. Naja, die Lampe ist schon ein cooles Item. So, hier nochmal Bomben. Ja, Bomben. Diese Bomben haben uns nichts zu sagen. So, komm. Und ich glaube, hier bin ich sogar... Ich glaube, das war genau die Stelle, wo ich das erste Mal Game Over gegangen bin. Das erste Mal. Ja, das war's, glaube ich. Genau diese Stelle hier. Ich glaube, ja doch, das müsste es gewesen sein. Ich kann mich sehr gut hier dran erinnern. Kommt schon, hier nochmal diesen Käfer töten. Aber ich weiß gar nicht mehr, wieso. Weil ich glaube, ich hatte von Anfang an sehr wenig Herzen und keine Fee dabei und so. Und deswegen bin ich dann hier gestorben. Und ich verbrauche ja so oder so gerade ziemlich viele Herzen. Unnötigerweise, wenn ich ein bisschen aufpassen würde, hätte ich mehr Herzen. Aber ich bin gerade so nach dem Motto, ja, brauchst du ja nicht, ist ja egal. Hauptsache, ich gehe jetzt hier nicht Game Over. Wobei, ich habe ja meine Fee. Also habe ich noch eine kleine Absicherung. Aber ich würde sagen, vielleicht werden wir ja noch sterben im nächsten Part. Ich würde hier diesen Part an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, euch hat dieser Part viel Spaß bereitet. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann und ciao.